Die Zeichnung. Sie ist auf demselben Papier wie die Namen der Opfer. Auch mit derselben Tinte gezeichnet. Scheint das Werk unserer Erpresser zu sein. Die nicht nur hinter den Morden des Biests stecken, sondern auch den Sangreal gestohlen haben und das Herz von Toussaint haben wollten. Der Wein, das Juwel, beides hängt mit dir zusammen. Untrennbar. Ein Zufall? Das will ich einfach nicht glauben. Eins bereitet mir dabei Sorgen, dass am Ende dieses Plans ein Mordanschlag auf dich stehen könnte. Es könnte auch ganz was anderes sein. Und zwar? Hier die Schwester Sienna. Familienstory, Familiendrama. Sie hat den Hof verlassen, als wir Kinder waren. Meine Eltern verbannten sie aus dem Herzogtum. Seitdem habe ich sie nicht gesehen. Sie wurde als Kind verbannt? Ich habe gerade richtig verstanden. Sie war schon immer besitzergreifend und eifersüchtig auf alles, was ich hatte und sie nicht. Rivalität, das ist doch normal unter Schwestern. Stimmt. Vermutlich habe ich so viel ausgeteilt, wie ich eingesteckt habe. Manchmal vermisse ich das richtig. Der Wein, dieser Diebstahl, war der erste Hinweis. Das sieht ihr ähnlich. Sie hat mir immer meine Spielsachen gestohlen. Aber sicher war ich mir erst, als ich das Herz von Toussaint gesehen habe. Sienna hat es von Vater geschenkt bekommen, als meine Eltern sie noch für ein ungezogenes kleines Mädchen hielten. Jemand wollte meinen Wein. Dann sollte unser Familienjuwel gestohlen werden. Oder eher zurückgeholt. Das ist meine Schwester, ganz sicher. Eine gefallene Prinzessin, die sich ihre Wünsche erfüllt, verlorenen Luxus wünscht. Könnte sein. Dafür überleichen wir, das ist völliger Quatsch. Was hat deine Schwester getan, dass sie verbannt wurde? Sienna war verflucht. What? Hatten die Eltern Streit mit einem Magier? Nein. Sie wurde zu einem unglücklichen Zeitpunkt geboren. Angeblich lastet auf ihr der Fluch der schwarzen Sonne. Ich glaube, das hatten wir schon mal. Kann jemand böse sein, weil er während der falschen Mondphase geboren wurde? Könnte sein. Aber es kann auch sein, dass er von Geburt an wie ein Aussätziger behandelt. Abgesondert, weggestoßen, Cause and Reaction. Geächtet. Sienna hatte es wohl nicht leicht. So wie Leute, die Kevin und Chanta reisen. Sie war wütend auf die ganze Welt. Sie hat sich minderwertig gefühlt, verletzt und alles hinter Selbstvertrauen und Arroganz versteckt. Sie könnte so grausam sein. Ich erinnere mich an einen Vorfall. Sie redete Cédric de Colbert ein, die Zukunft in ihren Träumen sehen zu können. Wir waren Kinder und Cédrics Bruder war in mich verliebt. Das harmlose Verliebtsein von Kindern. Sienna wusste davon. Deshalb hat sie Cédric von einem ihrer Träume erzählt. Er sterben wird. Durch die Hand seines Das als Kind, Alter. Sagen wir mal mit 12. Sie stahl das Schwert seines Vaters und tötete seinen Bruder. Sie zerstörte zwei Leben mit einem Streich. Cédric trauert bis heute. Schließlich verbannten sie aus dem Palast. Vor über 10 Jahren. Ich vermisse sie schrecklich. Also als Teenager würde ich jetzt mal sagen, weil ich würde sagen, sie wird Mitte, Ende 20 sein vielleicht. Deine Mission hat sich geändert. Geh nach Dunthin und finde Sienna, so sie sich dort aufhält. Egal was sie getan hat, ihr darf nichts geschehen, in welcher Form auch immer. Oh, sie mag ihre Schwester noch. Ich werde sie finden, wenn sie dort ist. Das hoffe ich. Ich würde gerne mit ihr reden. Mit Schwester. Gnädige Herrin, Gerald, ich möchte euch jemanden vorstellen. Regis, was für eine Überraschung, du in Beauclair? Und das ist? Die Bestie. Mein geschätzter Freund Detlef von der Eretheim. Er stammt aus Nasalir. Wir stellen unser Können der Jagd des Hexes zur Verfügung. Ah, ja, wunderbar. Aber warum seid ihr hier bei Oriana? Hat sie den Auftrag gegeben? Sie haben mich überraschend besucht. Also habe ich Regis auf ein Glas Wein gelassen. Also sie ist bestimmt auch ein Vampir. Wir kennen uns schon seit Urzeiten, könnte man sagen.
Sie ist ein Vampir. Wie ich höre, kennst du Regis. Und ihr seid sogar Freunde. Das scheint dich zu überraschen. Warum? Ich hätte nie gedacht, dass Regis sich mit einem Hexer verstehen würde. Lass dich nicht täuschen, Hermes. Geralt hat viele Vorzüge. Er versteckt sie nur sehr gut vor der Welt. Kann man, glaube ich, so stehen lassen. Du hast gesagt, dass sie ihn bei seinem Auftrag unterstützt. Dann hängt das mit dem Biest zusammen. Meister Hexer, vielleicht kannst du meine Neugier stillen. Wie ist es, einem Monster gegenüber zu stehen? Und man hat nur zwei Möglichkeiten. Töten oder getötet werden. Ich stürze mich nicht mit dem Schwert auf jedes Monster, auch wenn du anderes gehört hast. Bei manchen hilft es auch, zu reden. Ich frage mich, was dir so ein Monster zu sagen hätte. Vielleicht möchte es sich entschuldigen. Wirklich? Wofür möchte sich ein Monster bei einem Hexer entschuldigen? Für das Töten. Denn manchmal bleibt ihm keine andere Wahl, wenn die Liebsten beschützt werden müssen. Genau wie Mensch. Wenn sie in einer solchen Situation sind, töten auch sie. Du verstehst das. Das ist bestimmt der Grund, warum ihr Freunde seid. Regis und du. Wenn ich dich richtig verstehe, würdest du einem Monster lieber helfen, als es zu töten. Wenn möglich, ja. Oder es zumindest versuchen. Genug vom Hexerhandwerk. Regis hat erwähnt, dass du aus Nazair kommst. Als Kind habe ich dort einige Zeit verbracht. Hast du schöne Erinnerungen? Es war wunderschön. Die Mode dort hat mich sehr fasziniert. Besonders die Kleider mit tiefem Ausschnitt. Ich glaube, uns geht langsam der Wein aus. Ich sollte in den Keller gehen und noch eine Flasche holen. Ich gehe. Willst du mir helfen, Regis? Du kennst deinen Wein besser als ich. Wir sind gleich wieder zurück. Subtext, wir müssen mal miteinander reden, Kumpel. Eine außergewöhnliche Unterhaltung, findest du nicht auch? Vampire, ein Hexer und die Herzogin von Toussaint. Also, ist es klar, dass sie ein Vampir ist? Also, Oriana? Ich wollte dich allein sprechen. Bist du verrückt, Detlaff einfach herzubringen? Geralt, lass mich erklären. Nein, lass mich es erklären. Er ist gefährlich und du solltest auf ihn aufpassen. Aber genau das möchte ich doch. Detlaff ist überzeugt, dass du deine Aufgabe erfüllst und er niemanden mehr umbringen muss. Ja, bis er die Männer in die Finger bekommt, die seine Rena entführt haben. Sie ist ein Vampir. Oriana, ist sie wirklich eine Freundin von dir? Kann man ihr vertrauen? Ich habe sie vor Jahren kennengelernt, noch vor dir. Und bevor sie sich in Beauclair niedergelassen hat. Wir haben uns schon seit sehr langer Zeit nicht mehr gesehen. Okay, sie ist ein Vampir. Aber ich werde dir alles über sie erzählen. Sie sind Vampir. Ich vermute, euer Auftauchen war kein Zufall. Das wäre tatsächlich ein großer Zufall gewesen. Nein, ein nettes Vöglein... Schwitzt der so, oder warum sieht er so merkwürdig aus? Hör gut zu. Ich habe herausgefunden, wo die Erpresser sind. Sie sind auf Burg Duntin. Das sind gute Nachrichten. Wenn sie dort sind, ist Rena... Rena wird nicht lange überleben. Die Herzogin denkt, dass wir ihre lang verschollene Schwester auch dort finden. Sie könnte in die Sache mit der Erpressung verwickelt sein. Willst du damit sagen, dass du jetzt zweifelst? Ich will damit sagen, dass Detlaff davon nichts erfahren darf. Er ist vor allem auf Rache aus. Geralt, du musst mir vertrauen. Ich weiß, wie ich mit ihm... Nein, Regis. Das kann ich nicht riskieren. Du musst mit Detlaff hier bleiben, wenn ich nach Duntin gehe. Allein? Allein. So kann ich dafür sorgen, dass keiner der Frauen etwas zustößt. Ich hoffe, du weißt, was du da tust. Gut, ich kümmere mich um Detlaff. Viel Glück, mein Freund. Immerhin ist er loyal. Das ist wirklich wunderbar, Detlaff. Vielen Dank für die schönen Erinnerungen. Hat er sich jetzt zu ihr gesetzt? Hat ja lange genug gedacht. Er saß vorher gegenüber, ne? In der allgemeinen Vorstellung ist die Auswahl eines Weins nicht so einfach, wie man denkt. Besonders, wenn er zwei so exquisiten Damen kredenzt werden soll.
Regis, galant wie eh und je. Umso bedauerlicher, dass ich die zweite Flasche nicht mit euch trinken kann. Die Pflicht ruft. Gnädige Herrin, es war mir ein großes Vergnügen. Vielen Dank für deine Hilfe, sie ist unschätzbar. Geralt, begleitest du mich hinaus? Sehr wohl, Herrin. Du hast besondere Freunde. Dieser Beckler, ein wirklich Er ist die Bestie, übrigens. Ich kenne ihn nicht so gut. Hat er viel von sich erzählt? Nicht viel, aber ich habe ein gutes Gefühl für das Wesen meines Gegenübers. Sonst würde ich keine Woche am Hof. Na gut, er ist ja eigentlich ein Guter. Und wie ist sein Wesen? Empfindlich, traurig. Er trägt das Gewicht einer schrecklichen Tragödie. Damit hat sie recht. Er ist ja eigentlich kein Böser. Deshalb wirkt er so grimmig. Ich hatte nicht erwartet, dass der Abend so endet. Ich auch nicht. Ich habe einen romantischen Spaziergang ausgegeben. Ich möchte mich vergewissern, dass du weißt, was zu tun ist. Ich muss nach unten. Ich habe entschieden, dass ich meine Wache begleite. Bei der Mühle des Grafen de la Croix. Du wirst ihn finden. Er liegt am Fluss Saint-Retour in der Nähe der Taverne zum Basilisk. Hauptmann de la Tour und seine Männer erwarten dich dort um Mitternacht. Ihr werdet die Burg gemeinsam stürmen. Gefällt mir nicht unbedingt, aber gut. Schönes Bild. Erstmal umziehen. Wo hatte ich denn jetzt Handschuhe auf einmal her? Ach, die wurden mir einfach abgenommen. Wo sind die Packer? Hier könnten sie bei sein. Ah, weil es ein Set ist. Ich verstehe. Jetzt mal ganz ehrlich, wo ist meine Fackel? Wird kein Stein sein. Oder mehrere. 7, 8 Stück oder so. Kann ich die aufteilen? Damien. Und dann haben wir einen Kram bekommen. Noch 5 Punkte. Ist das ein 5-Punkte-Talent? Ja, dann nehme ich das auch. Seht ihr? Also es geht voran. Dass ich alles geskillt habe, war vielleicht gar nicht so kacke. Also solange wie sich das hier hinzieht, wird das bestimmt noch... Geht schnell, ja, das geht mir so auf den Sack. Ich glaube, ich habe es mal wieder überladen. Weil ich immer, wenn ich aufnehme, es am Kabel habe. Aber dadurch, dass ich jetzt so viel, so schnell hintereinander weg aufgenommen habe,
habe ich es quasi immer und immer und immer wieder geladen. Ja, ja, machen wir gleich. Nebenquests habe ich ja keine mehr, ne? Okay. Und zwar ab hier, für euch nur zur Info, beginnt wirklich der finale Plot. Der geht eine Weile, das weiß ich. Und dann gibt es irgendwo eine Quest, wo man eben verschiedene Dinge tun muss. Aber jedenfalls, also ich glaube hier nach, jetzt, wir nehmen jetzt die Burg ein, dann passieren so ein paar Sachen und dann geht halt wirklich die Story-Quest los. Also ist dann eine der dann, also wahrscheinlich die nächste, vielleicht ist es aber auch eine der nächsten erst. Jedenfalls passiert da so einiges und da kommen noch etliche Quests, das ist klar. Nur damit ihr Bescheid wisst, und ja, es ist mittlerweile 5.44 Uhr, perfektes Timing. Ich wollte jetzt eh eine Pause machen, muss nämlich auch erstmal was essen gleich. Und ich hoffe, ich habe ja noch Zeit und Lust, das Spiel wirklich durchzuspielen nachher nach dem Frühstück. Das war es, wie gesagt, aber erstmal mit The Witcher 3 Wild Hunt für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch da, und wenn ihr keine Folgen mehr verpasst wollt, abonniert den Kanal. Das würde mich sehr freuen und hilft dem Kanal zu wachsen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, hoffentlich mit der letzten Aufnahmesession, wobei das nur halb wahr ist, denn ich muss ja noch die alternativen Endings und die alternativen Enden, und die sind ein bisschen komplexer, weil ich ja wie gesagt so früh gewisse Entscheidungen treffen muss. Jedenfalls was wollte ich gerade sagen? Ich habe gerade mit einem Satz wieder aufgehört zu denken. Jedenfalls die alternativen Endings und so ein paar kleine Sachen wollte ich noch so zum Abschluss, sage ich mal, bringen. Und auch wenn es keine Nebenquests sind. Und dann sind wir leider auch schon durch mit The Witcher. Nach 2 Jahren zwar, aber leider, denn das Spiel ist grandios, famos und wunderschön. So viel dazu. Das war's für heute mit The Witcher 3 Wild Hunt. Ich bin euer René. Haut rein. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.